Du willst in Forspoken das allererste Dungeon und das darin enthaltene Lifestyle-Artefakt-Gebiet freischalten? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Stefan Fuchs, dein allerliebster Platin-Spieler und ich zeig dir alles, was du über dieses erste Dungeon von Forspoken wissen musst. Los geht's! Das erste Dungeon in Forspoken findest du in den kargen Ebenen, also das erste Gebiet, welches wirklich im Open-World-Teil des Spiels zu finden ist. Das heißt, du musst ungefähr 2 bis 3 Stündchen schon ins Spiel reingespielt haben, um dieses Dungeon zu finden. Sobald du ganz grob in der Nähe von diesem Dungeon bist, wird es dir auch schon auf der Map angezeigt. Das heißt, du kannst es hier eigentlich nicht verfehlen. Aber für den Fall, dass du noch nicht so viel von der Map freigeschalten hast, kannst du hier schon mal ganz grob sehen, wo du dieses Dungeon finden kannst. Ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall, denn wenn du das verschlossene Labyrinth Osten abschließt, dann schaltest du das Artefakt Gebiet frei. Ja, ich weiß, klingt ein bisschen komisch, aber über dem E sind 2 kleine Pünktchen, deswegen sagt man hier nicht Gebet, sondern Gebiet. Ich habe es mir nicht ausgedacht, ich musste auch googeln, wie man das Ganze ausspricht. Aber anders als die Aussprache ist die Funktionsweise ganz easy. Dabei handelt es sich nämlich um ein Lifestyle-Artefakt, das automatisch deine Lebenspunkte regeneriert, wenn du einen Gegner besiegst. Das ist extrem nützlich, insbesondere im Early Game. Von daher solltest du dieses Dungeon auf jeden Fall so früh wie möglich besuchen und clearen. Kommt schon her. Eine Level- oder Attributsvoraussetzung würde ich für dieses Dungeon auf keinen Fall setzen, weil du kannst es sofort clearen, indem du das Spiel angefangen hast und hier im Open-World-Bereich angekommen bist. Den Namen Labyrinth verdient es aber meiner Meinung nach auf keinen Fall, denn es handelt sich hierbei um einen ganz normalen, geraden Weg. Du musst also keinen Weg suchen, du musst dich nicht auf irgendwas einlassen, wo du jetzt eventuell für eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde einfach in einem Irrgarten umherwanderst. Das Ganze könnte man bei Labyrinth vermuten, ist hier aber nicht der Fall. Du beginnst deinen Weg in dem Dungeon quasi in einem ganz normalen großen Raum und dann läufst du, was ja auch direkt im Spiel markiert ist, einen einzigen Weg entlang. Dadurch kommst du dann in den ersten Raum rein. Hier sind haufenweise Zombie-Gegner platziert, aber keine Sorge, wenn du gegen die Gegner draußen in der Overworld keine Probleme hattest, dann solltest du gegen diese Gegner hier auch überhaupt keine Probleme haben. Achte einfach darauf, dass du ordentlich ausweichst und immer wieder auf die Gegner drauffeuerst, dann sind die früher oder später auf jeden Fall besiegt. Nachdem du diese Gegner hier geklärt hast, geht es wieder den einzigen Gang entlang, den es in dem Dungeon noch weiter gibt, und dadurch kommst du in den zweiten Raum. Der zweite Raum ist ein bisschen schwieriger gestaltet als der erste Raum, nämlich weil du hier 3 bärenartige Gegner vorfindest, 2 kleinere und einen etwas größeren. Könnte man jetzt davon ausgehen, dass das der Endgegner oder der Boss von dem Dungeon ist, aber keine Sorge, das ist es nicht. Die 3 Gegner lassen sich relativ easy besiegen. Mein Tipp ist hier auf jeden Fall aufs Ausweichen konzentrieren, erstmal die 2 kleineren besiegen und dann den großen schön langsam und gemächlich runterfeuern. Nachdem du auch diesen Raum geklärt hast, fängt jetzt hier das eigentlich Interessante erst einmal an. Jetzt gehst du nämlich wieder den ganz normal den einen einzigen Weg entlang, den dir dieses Dungeon gerade bietet, und kommst dadurch jetzt in den Bossraum. Im Bossraum angekommen, findest du jetzt hier eine riesengroße Wasserfläche vor und ein paar kleinere Inseln, auf die du drauf springen kannst. Im Wasser befindet sich jetzt hier der erste Endgegner,
den du so wirklich im Spiel findest. Natürlich gab es vorher noch den Drachen, den du im Tutorial oder im Intro-Sequenz einfach besiegen musstest oder gegen den erst einmal fighten musstest. Aber wie du ja weißt, lässt er sich gar nicht wirklich besiegen. Das heißt, hier haben wir jetzt den ersten richtigen, echten Endgegnerkampf im Spiel. Und der ist schon ganz nice gemacht. Insgesamt gibt es hier zwei unterschiedliche Moves, auf die du wirklich achten solltest. Der erste Move ist der Standardangriff, weil schleudert er ein paar Wassersensen auf dich zu oder Wasserdrehscheiben. Hier einfach nur ausweichen. Und dann sollte das Ganze relativ easy sein. Mit deinen ganz normalen Gesteinsangriffen landest du hier auch sehr effektive Treffer und solltest die Lebenspunkte von dem Boss ohne Probleme runterballern können. Der zweite Angriff ist das eigentlich Gefährliche an diesem Boss, nämlich von Zeit zu Zeit bilden sich unterhalb auf den Inseln, auf denen du dich bewegst, so kleine blaue Kreise. Wenn du da reintrittst, dann macht das massiven Wasserdamage und deswegen solltest du es auf jeden Fall vermeiden, in diese kleinen Kreise reinzutreten. Insgesamt ist der Boss relativ easy. Das einzige, was du hier berücksichtigen musst, ist im Prinzip, du musst nah rangehen, um den Boss zu treffen, um wirklich Damage auf den Boss zu machen. Aber wenn du nah rangehst an den Boss, hat der es natürlich auch einfacher, dich zu treffen. Deswegen ist es hier ein konstantes Hin und Her. Weggehen, ausweichen, nah rangehen, dann drauffeuern und wenn der Boss einmal verschwindet in so einer kleinen Nebelwolke, dann keine Panik bekommen, sondern einfach auf ein etwas größeres Inselchen draufgehen und dort den Angriffen, insbesondere den Wasserkreisen, ausweichen, bis der Boss wieder auftaucht und du dann abpassen kannst, direkt nach einer Attacke hingehen, ein paar Mal drauffeuern und dann wieder weggehen. Falls der Boss nur noch wenig Lebenspunkte hat, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese Wasserkreise, also diese Wasserprojektile, die er in der Luft schießt, die zu ignorieren und einfach weiter drauf zu ballern, weil die machen gar nicht so viel Damage. Hauptsache, du weichst den Angriffen aus, die sich auf dem Fußboden bilden und da so eine kleine Wassersphäre bilden. Sobald der Boss besiegt ist, kannst du dann auch hier in die Schatzkammer vordringen und in der Schatzkammer bekommst du jetzt dein Artefakt geschenkt. Ja, ich fühle mich auch so. Wenn du mehr Tipps, Tricks oder Secrets rund um Forspoken wissen möchtest, dann abonniere diesen Channel, aktiviere die Glocke, like das Video, wenn es dir gefallen hat und bleib dran, ich werde die nächste Zeit haufenweise Guides und Videos rund um Forspoken rausbringen, von daher kannst du schon mal gespannt sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!